Willkommen zurück zu Imperator Rom, meine Freunde. Und wir wollen Krieg führen. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Was ist denn das Ziel? Thrakien? Mit dem alten Typen hier? Was hat denn der da? Wahrscheinlich seine Frau. Ist das seine Frau? Vielleicht ist auch das seine Frau. Oder vielleicht ist auch das seine Frau. Ja, schon 8 Jahre alt, immerhin der Junge. Könnte auch perfekt als Frauersatz halten. Ja, ich glaube, wir greifen eher die da mal an. Oder habe ich da einen Kriegsgrund? Nein, habe ich nicht. Okay, wir haben keinen Kriegsgrund, aber ich habe eh schon Truppen da unten. Deswegen heißt es ja eigentlich. Haben wir Waffenstillstand? Auch noch. Oh, ist ja ekelhaft. Hier hätten wir zumindest mal Kriegsziele. Das heißt, wir bewegen unsere Truppen erstmal alle darüber. Holen uns dann erstmal halt ganz Thrakien oder so. Fände es übrigens so schön, wenn man einfach nur draufklickt, einmal dann auch gleich dahin gezoomt wird. Wird auch reichen, wenn ich dann beim zweimal hinklicken dahin gezoomt werde, aber gut. Ihr kriegt keinen Militärzugang. Niemals gebe ich dreckigen Barbaren Zugang zu meinen Ländereien. So, Handel, meine Freunde. Nur was brauchen wir denn? Datteln. Hör mal, Datteln. Dass sie sowas damals essen wollten, ist ja eh bis heute unbegreiflich. Mag ich ja bis heute nicht. Hanf hingegen, ja, das ist natürlich nachvollziehbar für viele, ne? Deswegen Hanf, wie war ein bisschen Noricum war Hanf, ne? Noricum, wo ist denn Noricum? Da oben! Könnt bitte weggehen damit? Dankeschön. Noricum. Wer hat hier Hanf von euch? Da, die haben Hanf, ist aber leider Kai City. 13 Sklaven stellen ein Extra zur Verfügung. Kann ich nichts machen hier an der Stelle. Leider nicht. Sollt ihr von mir wieder mit herzugang? 102 wird beansprucht. Nein, gut, 4 starke Legionen sind 4 starke Legionen, ne? Tun wir uns mal nichts weg. Ich wollte auch noch, wollte ich nochmal ein Wunder bauen? Ne, habe ich schon. Bauen aktuell sogar schon ein Wunder. Oh, 4500. Ein weniger bekannter Mann mit dem Namen Viridirorius, oder wie auch immer heißt, ist an den Senat getreten und hat über die schlechte Leistung von Quintus Papirius Philippus gesprochen. Quintus ist nicht länger Militärtribun, der andere wird Tribunus Militum. Dann die werden Rivalen. Aber das Geld ist es mir nicht wert. Dass ich da jemanden verrate aus meiner Riege. Für die paar Krümel da kann er sich nachstecken. Er hat aber 50.000 gezeigt, nicht drüber nachgedacht. Aber hat er nicht, ne? War ja geizig. So. Nochmal ein paar tausend Mann dazu. Doch mal alle mit darüber. Für den Krieg, der kommen wird. 43.000 Mann, 53.000 Mann. Übrigens eine kleine Rekrutenreserve von 260.000 Mann. Infrastruktur verbessert, sehr gut. Genau, da arbeite ich ja grundsätzlich immer dran, an der Verbesserung der Infrastruktur hier. Bevölkerungskapazität, machen wir weiter die Bevölkerungskapazität auch, ne? Brauchen mehr Menschen, die hier wohnen, meine Freunde. Menschen sind immer was Feines. So, wie lange braucht ihr es noch, bis ihr da alle mal ankommt da drüben? Dauert mir eh schon wieder viel zu lange mit euch, ey. Noch Söldner anheuern mit? Mein Geld hätte ich ja. 1, 2 mal Söldner. Haben wir dann um die, was haben wir denn jetzt? 165.000 Mann. 165.000 plus die 15.000, die irgendwie gar keinen Bock hatten, was zu machen. 180.000 Mann. Haben die natürlich keine Chance gegen uns. So, Persien ist der Bürgerkrieg vorbei. Edelsteine, Edelmetalle, Leder, Datteln. Irgendwie von so vielen Sachen habe ich nur eine Sache. Nein, kein extra Bauplatz. Extra Importroute wollte ich, oder? Oder machen wir erstmal gar nichts. Wir warten erstmal kurz ein bisschen. Infrastruktur verbessert. Ja, ja. So viel ist das gar nicht. 2,5%, ne? So 3 extra Bevölkerung.
geizigen Geier, ey. Was wollt ihr jetzt von mir, wohlhabende Götter? Die Stadt Heraklea wurde schon oft von den reichen Göttern aus unserer Hauptstadt... Gönnern. Gönnern, nicht Göttern. Beobachtet. Heute jedoch hat er angeboten, eine prächtige Menge seines Reichtums in den Bau eines Tempels für Dis zu investieren. Mach, was du willst. Solange es nicht mein Geld ist, ist mir das echt relativ wurscht. So, jetzt habe ich... Thrakien. Was ist mit den Kadavern hier? Machen wir erstmal die Kadaver kalt. So, ihr dürft erstmal alle hier... großflächig belagern, mache ich jetzt einfach mal. Dürfte nicht allzu schwierig werden. Was ist hier los? Kein Statthalter, warum? Verachtete Familie. Grün oder lila könnte ich austauschen. Ah, schon. Dann kannst du gleich mal gehen. Hey, hallo, wo war der denn? Hä? Da. Nee. Grün und lila. Wo ist jetzt hier einer von der verachteten Familie? Da ist einer. Flotten sind mir zum Glück pups egal. Erste Schlacht haben wir gewonnen gegen die Kadavianer. Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Die haben ja überhaupt keine Chance gegen uns. Das ist ja so ein kleiner Sparring-Partner. Wenn überhaupt. Meine Stadthalter sterben aktuell alle weg. Das finde ich jetzt nicht ganz so toll. Oben bauen wir noch eine Festung für die Mission wahrscheinlich, ne? Festungsstufe ist gleich 1, genau. Da haben wir nämlich die römische Siedlung hier fertig. Was ist das? Denkmal benötigt Zugang zu Steinen. Weiß nicht, haben wir hier die... Hä? Was haben wir denn da schon wieder aufgestellt? Wo ist ein Stein? Da ist Stein. Haben die da direkt hier irgendwie die komplette Steinproduktion abgerissen? 165.000 Mann, die belagern. Kann man mal machen. Okay. Mission ist auch fertig. Römische Siedlung. Genau, wird am 3. August abgeschlossen sein. Und dann schauen wir mal, was wir da weitermachen könnten. Nebenbei machen wir hier wieder Handelswert. Für Geld. Ich habe nur 14.000. Quasi kurz für die Privatinsolvenz. Das war die komplette feindliche Armee. Und... Oh. Ich verstehe. Mach halt den Frieden, oder? Und kümmern uns jetzt, wie zuvor geplant, um diese Kollegen. Kriegserklär gegen ein Land oder das höheren Rang 5 Zustimmung, jawohl. So, jetzt könnt ihr euch hier um die Typen kümmern. Das Einzige, was wir machen, ist unabhängig. Mal gucken, ob das funktioniert. So, Statthalter hier. Bekommst du. Und euch machen wir ebenfalls... großflächig belagern. So, schauen wir mal. Na, guck mal, was ist mit denen da überhaupt? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Üblicher Skandal im Senat. Mal wieder irgendjemand mit jemand anderem geschlafen hat. Bin ich mal gespannt, wie die KI sich jetzt hier schlägt. Thrakien wird sicherlich ein bisschen überrascht sein mit ihren 7.700 Bewohnern. Die haben ja 11.000. Aber ist nicht ganz so schwach, Thrakien, ne? Dürfte bestimmt... okay. Thrakische Revolte, alles klar. Jetzt mit denen auch im Krieg? Ja, relativ lustig. Jetzt bin ich mit denen und der Revolte im Krieg. Aber gut. 3.000 von 16.000 gefallen, von ihren 15.000 6.600 gefallen. Unterstützt ihr da? Ja, haben wir aber leider verloren. Da oben haben wir eine Schlacht verloren. Die da unten werden wir auch verlieren. Hey, 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 was machen die denn da mit mir gerade? Makedonische Bedrohung. Unser Landgang in Griechenland hat viele der Königreiche und Nachfolgestaaten in Alarm versetzt, die nach der Zerstörung des Großen Reichs Alexanders zersplittert wurden. Die von den stolzen Vorfahren Philipps und Alexanders besiedelten Regionen in Makedonien stellen eine erhebliche Bedrohung für Rom und für die Freiheit der zahlreichen Städte dar. Naja, das Ding ist, was, Rom erhält einen Anspruch auf jedes Territorium in der Region Makedonien. Ein Anspruch auf jedes Territorium in der Region Griechenland. Ja? Hätten sie mir mal vorher geben sollen. Zukunft von Pokrinium. Migrationsanziehung für 12 Monate. Bewohner, Konvertierungs- und Assimilierungsgeschwindigkeit.
Was können wir hier? Oh, das ist natürlich auch nice. Genauso wie das. Machen wir jetzt Händler oder Regiment statt? Machen wir Händler. So. Da brauche ich noch einen Gerichtshof. In Pocrinium. Aber den können wir bauen, denke ich mal, oder? Den Gerichtshof. Dachte er. Wo ist denn der Gerichtshof? Da ist er. Bauen wir den Gerichtshof mal, dass wir die Mission auch noch abschließen können. Frieden ersuchen von Thrakische Revolte. Grabajon geht an Rom. Und Thrakische Revolte wird ein Tributstaat von mir. Okay. Das nehme ich tatsächlich an. Das klingt relativ lustig. Und Dicius Fabius hat unsere ruhmreiche Nation übernommen, nachdem unser aktueller Konsul den Stift abgegeben hat, sozusagen. Na toll. Ist orange? Ne, rot. Da gibt es wieder keine fähigen Leute, weißt du, die den Posten innehaben könnten. Mann. Ich mag Familien nicht, die so unfähige Kinder haben. So, Uneinigkeit auf höchster Ebene. Stellen Sie mal auf die Seite von demjenigen, der entweder mächtiger ist, die sind aber beide unbedeutend, deswegen nehme ich den mit der niedrigeren Loyalität. So. Truppenstärke der Thraker sehe ich ja nicht. Ah, Mission ist auch fertig. Das Wachstum von Pocrinium. Erhält einen Bauplatz, eine Importroute und zwei neue Charaktere. Und Coravicus braucht Pferde im Import. Ja, schwierig, wenn man nichts importieren kann, ne? Habe ich überhaupt eine Stadt? Okay, machen wir anders. Scheiß auf. Wir brechen die Mission ab. Oder wir machen die Mission beenden. So, Unterwerfung Galliens. Das läuft doch ganz gut. Da laufen wir doch auch schon stabil drauf los. Sicherung der Alpen haben wir schon fertig. Die Alpen sind eine wichtige natürliche Barriere, die Italien und Rom vor den barbarischen Horden schützen, die durch die nebligen weiten Germanien streifen. Das Halten dieser Pässe muss Vorrang haben, auch wenn das im Land allgemein sehr arm ist. Ist irgendwo hier eine Stadt gründen oder was? Hm. Wäre ich relativ wurscht. Ehrlich gesagt. Die Südküste haben wir auch noch. Oh, Massilien sowieso. Immer. Auf nach Westen. Wir haben erfolgreich in Westgallien Fuß gefasst. Wir müssen sicherstellen, dass wir das Territorium fest im Griff haben, damit wir weitere Siege erzielen können. Mit der Eroberung neuen Territoriums kommt die unvermeidliche Parzellierung. Genau. Ich nehme immer die Städte, die ich schon irgendwo erkenne und mag. Ich kenne diese beiden Städte. Und die gefällt mir besser vom Namen. Deswegen nehmen wir die. Das gallische Kernland. Oh ja, klar. Mediolanum. Wobei Gergovia ist auch ganz cool. Gergovia. So, noch irgendwas? Das geht nicht. Wir haben keine Verbündeten. Das geht auch nicht. Die existieren nicht. Da gibt es auch nichts. Und da fehlen mir noch ein paar Provinzen. Und danach können wir dann die Mission auch schon abschließen. Und ganz nebenbei können wir... da war schon komplett durch. Omenstärke 15%. Ola. Und der Vibius Claudius wird auch noch mal ein gutes Stück besser. Sehr schön. Ja, das ist natürlich hier nicht so toll. Komm mir gerade den Arsch versohlt. Muss ich jetzt hier selber das Kommando übernehmen oder wie schaut das jetzt hier aus? Es gibt ja nicht, dass sie mir die ganze Zeit die Fresse einschlagen. Geht mal da schnell mit hin. Boah, der ist ein super General, übrigens ein 13er. Gut, rechtzeitig noch reingekommen. Und trotzdem zu spät. Ah. Das ist jetzt natürlich blöd. Oh Gott, die haben da 108.000 Mann. Was machen denn die da? Was mache ich da wahrscheinlich viel besser? Die Belager da unten noch ganz entspannt. Müssen uns mal neu sammeln. Und da haben die uns die komplette Armee kaputt gemacht. Hallo, lassen Sie den Scheiß mal bitte. Nicht so freuen. Oh, eine extra Importroute. Oh, Moment, das wollte ich machen, oder was? Oder warum war das so angedingst? Oder täuscht es gerade? Nee, okay, passt schon. Dann machen wir das Ding. Eine extra Importroute.
Ein 10-10er. Gibt es auch selten sowas. So, jetzt machen sie uns aber gerade. Ups. Komplett den Chaos. 6 Stabilität für 5 Politik Einfluss. Klingt erstmal ganz gut. Die Feiglinge. Was? Die Feiglinge, der sind vom Feld geflohen, haben sowohl Vorräte zurückgelassen. Ja, die haben unsere komplette. Die haben unsere komplette Gang kaputt gemacht. Das ist natürlich nicht so freundlich von denen. Müssen wir uns erstmal um die Thraker gezielt kümmern. So, ihr sammelt euch jetzt erstmal alle hier. Oder hier. Geht dorthin. Haben die mir jetzt eigentlich auch ein paar... haben die meine Legion auch erwischt? Nee, unsere Legion nicht zum Glück. Sehr erfreut. So, regenerieren die jetzt eigentlich auch nochmal oder ja nicht? Mal schauen. 5 Stabilität, dafür erhalten wir minus 15 Zufriedenheit lokale Bevölkerung. Okay. Wollen unsere Stabilität ein bisschen raufschmallern. So, ich habe übrigens auch 100.000 Mann hier an die Kollegen aus Thrakien. Jetzt räche ich mich hier für ihr Benehmen. Ja, ja, rennt ruhig weg. So schnell könnt ihr gar nicht wegrennen. Oder schon? Ja, ja, da sind sie wieder. Aber ich erwische sie nicht. Machen wir dann anders. Belagert mal die ganzen Städte hier. Auf zur Festung. Da kommen wir gar nicht hin. Sie belagern irgendwelche Sachen. Hey, die seid ihr dumm? Geh du mal da unten hin. Einheiten verteidigen und geht das so? Klappt das? Ja, okay. Kümmern die sich darum. Geht dort unten mit hin. Die Festung wird natürlich ein bisschen länger brauchen, bis wir die erobern können. Oh, eine Innovation erhalten. Sehr schön. Nochmal Leuchttürme. Exportwert um 10% erhöht. So, wir kommen nicht hier runter. Oder doch, kommen wir trotzdem. Gut, dann belagert da unten mal weiter. Da ist jetzt eine tragische Legion. Die Schlacht haben wir gewonnen. Das wird aber noch nicht alles gewesen sein da oben. Da müssen wir uns noch ein bisschen länger mit beschäftigen. Barbaren gibt es jetzt auch noch. Ach, Leute, ey. Man muss mir das Leben aber auch grundsätzlich immer schwierig machen, ne? Man kann es nie einfach mal so lassen, wie es ist. Können wir da vielleicht angreifen? Geht das zufällig? Sturmangriff? Okay. Sturmangriff hat funktioniert. Fürs Protokoll. Ah, da sind 18.000 Mann, die da gerade irgendwohin geschippert werden. Moment, ich habe doch auch Schiffe. Sollte ich vielleicht mal nutzen, wa? Beziehungsweise zahle ich denen genug Geld? Nee, scheiße. Erstmal Ausgaben für die Flotte normalisieren. Ist es auch nicht so teuer. Aber ansonsten geht das komplett in die Hose. Unermüdliche Hingabe. Nochmal 3 Stabilität. Das ist aber alles sehr freundlich gerade. Noch eine weitere Importroute. Das ist auch cool. Bürgerkriegsschwelle. Genau, das wollte ich eh die ganze Zeit, ne? Schwelle für Ausbruch, Bürgerkrieg, Kornloyalität und monatliches Geld für Charaktere. Das ist ägyptisch. Hey, mach mal keinen Scheiß jetzt da. Bei die Schlacht hier werden wir wahrscheinlich gewinnen an der Stelle. Ausnahmsweise mal. Keiner weiß, wo die Thraker ihre Armee haben. Könnt ihr patrouillieren? Suchen. Flotten jagen. Aufklärung. Da oben sind sie. Was bist denn du für einer? Ein total beschissener Befehlshaber.
Der wird nicht unbedingt in der Lage sein, die Schlacht zu gewinnen. Warte, ich mal euch dazu rekrutieren. So, Octodorus ist Städtchen geworden. Segodunum auch. Und da kommen die nächsten 20.000. Mutig. Mutig, mutig. Hä? Hey, wollen wir jetzt gerade verarschen? Meine Armee... Ich habe doch die einen davor reingeschickt. Ist ja unglaublich. Ihr geht schnell da oben mit hin. Genau, ihr geht auch dort mit rein, dass wir die Schlacht da gewinnen. Boah, jetzt kommen sie aber doch wieder alle. Geht mal auch dort oben schnell mit rein, weil da kommen noch ein paar tausend Mann mehr. Gibt es hier sowas wie schnellen Marsch oder sowas? Gewaltmarsch? Ich habe die Erfindung gar nicht. Ah. Das ist natürlich jetzt ärgerlich für mich. Könnt ihr hier kurz schnell angreifen oder so? Okay. Auch schnell dort mit hin. Okay. Macht euch mal auf den Weg dort oben hin. Meine Festung hätte ich hier natürlich auch mal ein paar haben können, klar. Wäre sicherlich nicht dumm gewesen. Ich mach da 4000 Aufgebote. Die einfach mal dorthin schicken. So. Ups, also da oben gibt es noch eine andere Schlacht. Naja, wir kämpfen an allen Ecken und Kanten sozusagen. Die Schlacht haben wir gewonnen. Und die haben wir allerdings verloren. Da sind wir ein bisschen zu spät eingetroffen. Heute auch irgendwie kein Glück mit dem Ganzen. So. Dann setzen wir dich dort ein. Ja, ja, kommt euch alle rein. Und die 15.000 Mann kommen auch noch mit dazu. Jawohl. Ist ausnahmsweise mal eine relativ ausgeglichene Schlacht. So, du gehst mit hin. Die gewinnen wir auf alle Fälle. Dann muss ich mich um die da unten wieder kümmern. Okay, ihr geht zu zweit dorthin. Weiß nicht, wo ihr abhauen wollt, aber ihr könnt auch gerne mal stehen bleiben. Die Schlacht haben wir gewonnen. Damit können wir jetzt euch wieder runterschicken. Und die sollen die einfach mal jagen. Okay, die Schlacht werden wir auch verlieren. Mann, Mann, Mann. Ist aber knapp am Ende. Aber auch nur, weil die nochmal Verstärkung bekommen haben. Die haben 27 verloren, die haben 24 verloren. Hat doch noch mega Rekrutenreserve, ne? Die geben mir auch was auf den Sack, echt. Die 4000 Mann. Okay, wieder sammeln da unten. Während die natürlich jetzt hier wieder großflächig meinen, sie könnten alles zurückerobern. Oder bleibt man da stehen? Geht mal erstmal dorthin. Auch schön, wie schnell die immer laufen können, alle. Diese Angsthasen. Kriege ich sie trotzdem mal? Jetzt haben wir sie trotzdem erwischt. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil sie in Rom gelandet sind. Okay, nächster Sieg. Frieden steht unmittelbar bevor. Warum denn? Warum denn Frieden? Er hat doch gerade erst angefangen mit dem Krieg. Frage ist halt, wer hat mehr Rekrutenreserve? Ah, erwerbt gallische Verbündete, echt? Okay. Gut, gut, warum nicht? Dann erwerben wir mal gallische Verbündete. Hat er jetzt echt das Ding da erobert, oder was? So eine Arschgeige. Okay. Ein paar Mechaniken sind schon mal relativ fragwürdig, muss man schon mal sagen. Wie sowas hier zum Beispiel, dass die den ganzen Tag gemütlich durch meine Ländereien latschen können.
Was? Rom wurde geplündert? Hä? Warum würde ich denn meine eigene Stadt plündern? So. Genug geplündert. Ertragreiche Ernte. Wir nehmen die Stabilität natürlich. Ja, gegen die Barbaren kann ich aktuell auch nicht allzu viel machen. Haben die jetzt noch die 4200 Mann? Scheinbar, ne? So, das wird auf alle Fälle endlich mal ein Sieg. Hoffe ich. 7000 gefallen, 7000. Ja, da habt ihr jetzt nicht genug Einheiten, meine Freunde. Da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Und wir haben maximalen Politikeinfluss. Wow, hallo. Komplett verpennt. Dann Importroute. Oh Gott, die haben auch schon wieder so viele Handelsdinger verloren durch den Krieg, auch gegen die anderen. Tuch habe ich aber nicht, wo wir importieren können. Kamele? Auch nicht. Pelze. Das geht immerhin mal. Dann haben wir wieder das alte Problem hier. Wilde Tiere ging auch. Leder. Leder sollte doch auch gehen. Edelsteine. Ah, haben wir auch sogar noch eine Möglichkeit. Schau an. Weihrauch und Kamele. Gut, Kamele ging nicht. Wo ist Weihrauch? Geht auch nicht. Dann haben wir noch Tuch und Wein. Tuch ging nicht. Wein geht schon. Ansonsten sind wir durch fürs erste kurz. Mal kurz Nahrung. Geld ist jetzt aktuell nicht so groß. Das Problem. Können wir kurz einen Sturmangriff machen? Da sind eh kaum Truppen drin. Das wird hier kurz kalt machen können. So, die Schlacht haben wir ja gewonnen, oder? Jawohl. Meine thrakischen Freunde. Tatsächlich mal ein herausfordernder Krieg. Wer hätte sowas gedacht? Militärische Fortschritte. Machen wir das Ding hier. Da haben wir noch die Einfuhrsteuer. Auf zu den Festungen hier. Lassen wir ohne Befehlshaber kurz. So, ihr dürft wieder unabhängig agieren. Mal gucken. Wir haben jetzt dann doch ein paar Siege gefeiert. Gegen die Thraker. Ob das dieses Mal hilft. Was ist denn der Stadtteil von Sie? Er hat dann begonnen, die Bevölkerung seiner Provinz anzustacheln. Naja, toll. Ihr geht auch dort mit hin. Es gibt hier gleich eine Schlacht. Die haben auch wieder gewonnen. Und wie immer ziehen sie sich jetzt erst wieder 200 Kilometer weit zurück. Tja, eine einzige Armee kann so viele Probleme machen, ne? Gehen die zur Hauptstadt da unten oder gehen die zur Insel? Ne, die gehen ganz woanders hin. Gehen die denn hin? Wieder nach Rom oder was? Ah, jetzt gewinnen wir aber einige Schlachten. Sehr schön. Und wir sagen, nächste Folge geht's weiter, meine Freunde. Nehmen wir den Thrakern hoffentlich auch die letzte Motivation, Krieg zu führen. Mal gucken. Mach's gut. Tschüss.